Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen Interview der Woche hier auf MV1. An meiner Seite heute Helmut Holter. Helmut Holter ist Spitzenkandidat der Partei Die Linke für die Landtagswahl, die, wie Sie ja wissen, am 4. September in Mecklenburg-Vorpommern über die Bühne geht. Und Herr Holter ist auch der Fraktionsvorsitzende der Linken im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern. Wie gesagt, Herr Holter, wir haben hier sozusagen, was die Demografen anbelangt, was die Wahlprognose anbelangt, man kann sagen, ein Problem in Mecklenburg-Vorpommern. Die Entwicklung der letzten 25 Jahre oder der letzten 27 Jahre nach der Wende, die ja Mecklenburg-Vorpommern gut gelaufen ist. Wir können ja hier fast von blühenden Landschaften sprechen, obwohl wir natürlich Probleme haben auf der einen Seite. Aber diese Entwicklung wird von vielen Menschen nicht wahrgenommen. Kann man das so sagen? Sie sind unzufrieden und sie suchen vielleicht nach einfachen Antworten und wählen Parteien, die nicht so recht ins demokratische Spektrum passen. Wie sehen Sie das? Ja, also das Land Mecklenburg-Vorpommern hat sich in den letzten 25, 26 Jahren sehr gut entwickelt. Da haben auch viele ihren Beitrag zugeleistet. Aber wir holen zu den anderen Bundesländern nicht auf. Das ist das eine. Und das andere ist, dass viele mir sagen, naja, ich habe einfach die Sorge, dass das, was wir geschaffen haben in Schwerin, in Rostock oder auch auf manchem Dorf, alles schöne Fassaden, schöne Infrastruktur, aber können wir das zukünftig auch tatsächlich halten und finanzieren? Es gibt weiteren Investitionsbedarf. Darüber hinaus ist das Land gespalten, sozial, regional und digital. Vorpommern und das östliche Mecklenburg bleiben hinter Westmecklenburg zurück. Das kann man an verschiedenen Statistiken deutlich machen. Aber auch beispielsweise an der Infrastruktur, Verkehrsanbindung etc. Das ruft einfach Frust hervor und hinzu kommt, dass der Stil der Regierung einfach arrogant und ignorant ist. Über 500.000 Menschen haben sich an Volksinitiativen, Volksbegehren und Ähnlichem beteiligt. Alle diese Dinge sind vom Tisch gewischt worden durch die Große Koalition und da entsteht Frust. Und die Langzeitarbeitslosigkeit ist verfestigt. Über 30.000 Menschen sind seit vielen, vielen Jahren arbeitslos, haben mal die eine oder andere Maßnahme bekommen, aber sind nicht in reguläre Arbeit gekommen bei sinkender Arbeitslosigkeit generell. Und deswegen kommt es eben dazu, dass die Menschen frustriert sind und teilweise auch die Politik nicht mehr verstehen. Ja, die Linke spricht ja die Probleme an und benennt Ursachen, die Sie aus Ihrer Sicht sehen. Aber da müsste die Linke doch gerade auch entsprechend noch stärker wahrgenommen werden. Da müssen die Linken doch inzwischen bei 30% sein. Warum werden Sie von vielen Menschen auch als Teil des Problems gesehen? Die Linke ist ja etwas Besonderes. Wir sind in den 90er Jahren in der Opposition gewesen, waren auch die Schmuttelkinder, sind dann 98 in die Regierung gegangen. Harald Ringstorff und ich haben ja damals die erste rot-rote Koalition geschmiedet mit unseren Parteien. Damit wurden wir auf einmal gestaltende Kraft. Wir stellen in Vorpommern-Greifswald die Landrätin, in der Landeshauptstadt Schwerin die Oberbürgermeisterin, die um die Wiederwahl kämpft. Wir haben weitere Bürgermeister und Bürgermeister, also wir sind auch eine Gestaltungskraft und wir haben Mitverantwortung getragen für die Entwicklung in Mecklenburg-Vorpommern, sind jetzt wieder Opposition. Als Oppositionsführer greife ich die Regierung klar, ganz hart an. Aber es ist eben so, dass wir als Teil des Systems betrachtet werden. So haben wir uns ja auch entwickelt. Wir wollen nicht nur die Gesellschaft verändern, wir wollen auch Mecklenburg-Vorpommern zum Guten verändern. Deswegen treten wir auch mit der Losung aus Liebe zu MV an im Wahlkampf, um deutlich zu machen, es müssen dringend Veränderungen her. Das ist der Punkt. Insgesamt ist Politik sehr kompliziert geworden. Die Politik einfach zu erklären, das ist, glaube ich, die Herausforderung für alle Parteien. Sie gelten ja sozusagen als Realpolitiker innerhalb der Linken. Dort gibt es auch durchaus letztendlich Leute, die vielleicht auch einfachere Antworten geben und komplexe Sachverhalten versuchen, wirklich in einfache Antworten zu gießen. Warum muss man heute populistischer Politik machen? Weil man die Menschen mit sozusagen Erklärungen nicht mehr erreicht? Es geht nicht um populistischer. Also auf der einen Seite will ich nochmal deutlich sagen, die Linke steht geschlossen. Als ich als Spitzenkandidat gewählt wurde, haben sich 93% der Delegierten dafür ausgesprochen. Das ist ein Wahlergebnis, welches ich noch nie in der langjährigen Geschichte hier in Mecklenburg-Vorpommern hatte. Es geht nicht um Populismus, es geht darum, komplizierte politische Sachverhalte den Menschen so zu erklären, dass sie diese auch verstehen. Und daran leidet die Politik. Hinzu kommt, dass CDU und SPD sich so angenähert haben, die Grünen übrigens auch, dass also die Unterscheidung zwischen den Parteien so manchem so richtig schwer fallen, weil nicht mehr klar ist, wer steht eigentlich wofür.
Ihr Wahlkampfslogan ist ein zentraler Wahlkampfslogan in diesem Jahr: aus Liebe zu MV. Das ist ja nochmal, Liebe ist immer ein positiv besetztes Wort natürlich. Genau. Was steckt dahinter, hinter Ihrer Liebe zu MV? Also wir haben diesen Slogan bereits 2015 kreiert, am 4. September, 365 Tage vor dem Wahltermin, haben wir ihn öffentlich gemacht. Liebe ist mehr als ein romantischer Begriff, sondern wenn ich jemanden liebe, dann möchte ich, dass es diesem Menschen gut geht, dass er sich gut entwickelt, und dafür möchte ich alles tun. Genau das steckt in dem Begriff Liebe zur MV. Liebe bedeutet Solidarität, Gerechtigkeit, Gleichwertigkeit, gleiche Chancen. Und M-V hat auch eine Bedeutung, weil dieser Strich zwischen Mecklenburg und Vorpommern soll ein Bindestrich werden und kein Trennstrich sein. Die Menschen haben nicht nur das Gefühl, sondern sie wissen auch real, dass es zwischen Westmecklenburg und dem östlichen Mecklenburg-Vorpommern deutliche Unterschiede gibt, und die müssen beseitigt werden. Wir wollen verbinden statt trennen. Kommen wir nochmal auf die sozialen Probleme hier in Mecklenburg-Vorpommern zu sprechen. Wir haben ja Kinderarmut, wir haben nach wie vor sehr niedrige Löhne hier in Mecklenburg-Vorpommern. Mit Arbeitslosigkeit haben wir nicht mehr das Problem, nur dass bestimmte Gruppen in der Bevölkerung vielleicht stärker von Arbeitslosigkeit betroffen sind als andere. Da versucht natürlich auch die Regierung entgegenzuwirken. Aber was muss Ihrer Meinung nach passieren, gerade auf der sozialen Strecke, damit in Mecklenburg-Vorpommern die Situation sich insgesamt verbessert? Also die Regierung und auch die beiden Parteien, SPD und CDU, haben keinen Plan für Mecklenburg-Vorpommern. Sie haben nur einen Plan, einen harten Konsolidierungskurs, Sparkurs, was den Haushalt betrifft. Wir sind der Überzeugung, dass man sehr wohl sparen kann. Also dieser Kurs wurde ja mit uns noch in der Regierung 2005, 2006 eingeleitet. Wir sind aber der Überzeugung, dass man sehr wohl in Zukunft investieren muss, sowohl in die Köpfe als auch in Beton. Und wenn es um die Köpfe geht, dann geht es auch um die Kitas. Es fließt viel Geld in die Kitas. Das macht die SPD seit einigen Jahren. Trotzdem steigen die Elternbeiträge, trotzdem steigen die Belastungen für die Kommunen. Und wir sagen ganz klar, für alle Eltern muss die Kita kostenfrei werden. Das ist unser Ziel für die nächste Legislaturperiode. Und was die Älteren betrifft, immer mehr Ältere benötigen Pflege, aber es fehlt das Personal. Und deswegen wollen wir die Bedingungen schaffen, dass 2500 neue Pflegekräfte Arbeit finden in Mecklenburg-Vorpommern. Hat was mit der Ausbildung zu tun, die zurzeit im Wesentlichen an privaten Berufsschulen erfolgt. Wir sind der Meinung, dass man entweder das Schulgeld übernehmen muss durch das Land Mecklenburg-Vorpommern oder mehr Ausbildung auch an öffentlichen Berufsschulen anbieten muss, damit dann die Pflegerinnen und Pfleger erfolgreich ihren Weg gehen können. Weil diese Menschen kommen oftmals aus Familien, die das Schulgeld gar nicht aufbringen können. Alles, was Sie sagen, hat natürlich mit Geld zu tun. Geld kommt natürlich nur auf einer gesunden wirtschaftlichen Basis zustande. Auch da wollen Sie als Linkspartei neue Initiativen ins Leben rufen. Ja, uns wird ja immer nachgesagt, wir hätten keine wirtschaftspolitische Kompetenz. Das muss ich natürlich strikt zurückweisen, weil ich ja seit Jahren Wirtschaftspolitik mache, auch im Landtag und auch in der Regierung damals. Fakt ist aber eins, dass die Regierung auch hier keinen Plan hat. Es fehlt ein industriepolitisches Konzept. Wir bieten der Wirtschaft an, ein industriepolitisches Konzept für Mecklenburg-Vorpommern gemeinsam zu erarbeiten. Es geht also auf der einen Seite um Innovation, es geht um Investitionen, es geht um die Infrastruktur, es geht um Internationalisierung. Und es geht natürlich auch darum, über eine bessere Breitbandversorgung, alles, was mit dem Internet zusammenhängt, voranzutreiben, sprich die Digitalisierung. Also wir reden ja viel über Industrie 4.0, Gesellschaft 4.0. Meint ja eigentlich, dass sich unser Leben und die Arbeitswelt generell verändert. Dazu ist aber ein stabiles und hochleistungsfähiges Internet die Voraussetzung. Da muss investiert werden. Das, was jetzt gemacht wird mit dem Programm, die der Bund bereitstellt, ist ein richtiger und wichtiger Schritt. Das kann aber nur die Grundversorgung sein. Wir sind der Überzeugung, wir brauchen Glasfaser bis in jede Wohnung, und dazu muss kräftig investiert werden, damit wir in den Gigabit-Bereich tatsächlich kommen können. Ja, auch die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern machen sich Sorgen auch was Zuwanderung anbelangt nach Mecklenburg-Vorpommern. Die Menschen machen sich Sorgen auch zum Beispiel was Islamismus anbelangt. Diese Ängste werden ja von Populisten auch bewusst geschürt. Aber wo sind die Antworten darauf? Wie kann man damit umgehen? Wie kann man noch offensiver damit umgehen, auch aus der Politik heraus, um den Menschen vielleicht ein Stück weit diese Sorgen zu nehmen? Ja, die größte Angst vor Fremden ist da, wo es noch nie Fremde gegeben hat. Kann man gerade für Mecklenburg-Vorpommern auch feststellen. Wir haben im vergangenen Jahr, im vierten Quartal, die Ankommenden
ja, hier begrüßt und auch alles, was damit zusammenhängt, sehr gut in den Griff bekommen. Das muss man anerkennend sagen, auch was die Regierung, insbesondere was die Kommunen betrifft. Jetzt geht es aber um Integration. Und da ist ja vor kurzem der Gipfel beim Ministerpräsidenten geplatzt, weil die Kommunen überhaupt nicht damit einverstanden waren, was da an finanziellen Mitteln angeboten wurde. Das ging gar nicht. Und deswegen ist es notwendig, für diese Integrationsarbeit auch die notwendigen finanziellen Mittel für die Kommunen bereitzustellen. Und weil nicht alles übers Ehrenamt geht. Wenn man mit Menschen spricht, die in der Flüchtlingshilfe tätig sind, sie sagen, ich habe das jetzt ein Jahr gemacht, jetzt bin ich auch langsam mal am Ende, nicht ganz am Ende, aber ich würde mich gerne mal wieder auf den Weg Normalmaß zurückziehen. Es muss auch über hauptamtliche Strukturen realisiert werden. Und wenn die Finanzen dabei nicht geklärt sind, dann gibt es ein Problem. Also wir haben eine große Herausforderung, was die Deutschkurse betrifft, aber insbesondere was auch die Integrationsleistungen betrifft. Und Menschen sollen ja auch hier in Mecklenburg-Vorpommern eine Perspektive haben. Und diese Perspektive anzubieten. Das ist einfach wichtig. Die Spezialisten reden davon, dass so ein Integrationsprozess 7 bis 10 Jahre dauert. Aber ich sage mal, die Zeit hat Mecklenburg-Vorpommern nicht. Wir brauchen diese Menschen jetzt sehr schnell, dass sie auch hier in der Arbeitswelt sich zurechtfinden und zu Hause finden. Ja, warum kommen aus Ihrer Partei bzw. aus anderen Parteien nicht, aus den Parteien des Landtags nicht stärkere Initiativen, gerade was die Integration von Flüchtlingen anbelangt, also dieses Kennenlernen, wie gesagt, Sie haben es ja selber gesagt, dort, wo keine Flüchtlinge sind, wo man keine Flüchtlinge kennt, wo man keine Fremden kennt, dort entstehen auch die meisten Ängste. Warum kommen da nicht mehr Initiativen? Das mag vielleicht naiv klingen, dass man genau diese Begegnungsorte schafft und dass man daraus vielleicht auch mehr öffentliche Wahrnehmung für dieses Problem Also schafft. es gibt eine Reihe von Initiativen, die auch im Landtag gestartet wurden. Auch wir haben als Landtagsfraktion immer wieder Anträge in dieser Richtung gestellt. Aber Integration erfolgt vor Ort. Deswegen dürfen die Kommunen nicht alleine gelassen werden mit den Herausforderungen. Und wir haben eine Integrationsministerin, also das ist die Sozialministerin Birgit Hesse. Und sie muss ihrer Aufgabe gerecht werden. Ist ja schwierig dazu wenig. Es gibt Arbeitsgruppen, die irgendwelche Pläne ausarbeiten, aber das Leben geht ja weiter und es muss ganz konkret vor Ort etwas passieren. Deswegen bin ich der Überzeugung, diese große Koalition muss nun sich endlich mal bewegen und konkrete Maßnahmen anbieten und zweitens auch die Finanzen klären. Aber es gibt ja am 4. September eine Wahl und ich bin ja der Überzeugung, 10 Jahre große Koalition sind genug. Was erhoffen Sie für sich von dieser Wahl für Ihre Partei? Wir wollen stärker werden als 2011. Wir wollen das Land verändern. Diese große Koalition hat keinen Plan. Sie hat Mehltau über das Land gelegt. Die Menschen sagen, es plätschert alles so vor sich hin, aber ändert sich nichts. Wir sagen, kräftig in die Zukunft investieren. Es muss Tempo gemacht werden. Wir brauchen einen neuen Aufbruch. Tempo macht man auf der Überholspur. Die ist bekanntlich links. Dazu lade ich die Menschen herzlich ein. Ja, Tempo ist so ein schönes Thema. Irgendwie Tempo ist ja auch mit Risiko verbunden. Das war jetzt so praktisch nochmal so ein Aufruf direkt zur Wahl am 4. September. Aber Sie wollen wieder Regierungsverantwortung übernehmen. Wir kämpfen jetzt für eine starke Linke. Eine starke Linke ist die Voraussetzung für notwendige Veränderung. Wir sind die wahre Alternative, auch im Vergleich zu dem, was noch im Angebot ist. Wir werden schauen, was am 4. September abends für Ergebnisse auf den Tisch kommen. Jetzt in einer Farbpalette zu rühren, macht wenig Sinn. Deswegen geht es auch nicht um Konstellation und Koalition. Ich weiß eins, dass auf Bundesebene zurzeit ganz aktiv und intensiv Rot-Rot-Grün diskutiert wird. Thüringen macht gute Erfahrungen mit Rot-Rot-Grün. Das schließen wir nicht aus, aber das sind alles Themen, die nach dem 4. September dann tatsächlich diskutiert werden müssen. Ja, Herr Holter, an dieser Stelle vielen Dank für dieses Interview. Viel Erfolg bei Ihrer Arbeit. Liebe Zuschauer, Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Interview der Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao.